kam euer Gnaden noch weitere Befehle. Befehl, Herr Richter, ein größeres Zimmer, Herr Schwyz, mach mir das mal nicht verrückt. Was will die Musi? Hab's nicht bestellt. Schaffen vielleicht, dass man sie näher hört. Im Vorsaal da ist Tafelmusi. Lass ihr die Musi, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Ein blindes Fenster nur. Dann aufgeschlagen der. Halt! Was wollen die Maikäfer da? Servier eure Gnaden. Brauche niemand nicht. Packt's euch! Servieren wir ein Kammerdiener da ein Schinken, du ich selber. Versteht ihr? Er ist ein braver Kerl. Wenn du mir hilfst, die Rechnung runterdrucken, dann fall das aus für ihn. Kost sicher ihr ein Mattergeld. Schon sehen, jetzt kommt sie, setz ich sie schön, kommt gleich wer mit Essen, hat sie denn keinen Hunger nicht? Schon einmal das Vaterwort, sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Sachenseher. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht konveniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjung. Hier sitzt mit seiner Rolle schön ein verliebter beim Soupier.
zu machen und im Traum. Was meint er denn? Sie ist allmählich einen gottverfluchten Kerl. Hat sie den nicht gesehen? Na, ist ja nix. Da ist nix. So, und da ist auch nix. Da ist ihr Gesicht und da ist nix. Mir scheint, ich hab die Kongression. Mit Gewalt.
sieh dir bene, leg die mal so. Ich tanz mich hier nieder, das aufs Herz dir drückt. Jetzt wird's frei, mir ein bisschen aus. Da von mir Herr Wirt, was will der dort und der und der und der? Der Teufel fragt mit dir sein Gott verfluchtes Extrazimmer. Er mag mich zu verleihen, er tut das aber mich nicht tätig kennen. Ist auch lebendig, ich hab erhofft den Gott. Das Mädchen, das ist wahr, was mir berichtet wurde, er wird ein zweites Mal heiraten. Oh, der in Gott, ein zweites Mal, soll er in Norden, wie ich es war. In diesem nahen Turm, Reizelement, bin ich aber nun verlegen auch, oder bin ich es nicht? Ja, ja, du bist es. Bin ich bei mir? Und so wahr, als du es bist, ist es eine Kerze? Bin ich es auch? Ist das eine Serviette? Und du erkennst mich wohl, Leopold, Leopold, für dich. Die arme Frau. Atom von der Leopold. Die arme Frau, warum? Oder in kaiserlicher Hauptstadt. Polizei, herauf da, Polizei, in Ordnung herzustellen oder der Staatsperson zu nehmen. Mein Renommier, was machen wir? Keiner rührt sich. Lass es doch mich. Was ist los? Skandal gemacht, ich hol's in Ordnung jetzt, bin mit ihm wohl zufrieden, obgleich er hofft, dass in Wien alles wie am Schnee hier geht. Schaff er das Pack mir vom Hals, ich will ihn roh suppieren, er ist der Herr, was
gibt dem Herrn Befugnis. Ist er der Wirt, dann halte sie gefällig still und warte, bis man ihn vernehmen wird. Wo ist der Wirt? Bitte, Herr Oberkommissario Schmidt, zu rekommandieren. Die Wirtschaft da, rekommandiert ihn schlecht. Der Richter jetzt, Kommissar, von Anfang. Der Herr Baron. Der große Dicke da, wo hat er sein Perücke? Lass mal ihn. Es ist der Herr Baron von Lerchenau. Genickt nicht. Was? Hat er Personen nahebei, die für ihn Zeugnis geben? Gleich bei der Hand. Doch, man sieht ihn nicht an jeder. Ich kann zu sehen, Mick. Ich weiß nix. Der Herr kann sein Baron, kann sein noch nicht. Ich weiß wohl nix. Das ist ein Schock. Welches Luder, falsches. Fürs erste moderiert er sich. Oh mein Gott, in den Gärten, Sie sind den Heiligen von Mariannamen. Ich, niemand, Sie stehen in meiner Protektion. Derselbe wird bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er ein gottverdammter Debuschierer und Verführer ist. Da könnte es ihm schlecht ergehen. Wie kommt er zu dem Mädel? Antwort will ich. Wie geht's los? Herr Wirt, was sehe ich da? Was für ein Handwerk treibt denn er? Wenn ich Personen vom Stand zum Speisen oder nach mein Haar. Halte den Mund, die nehme ich später vor. Jetzt zähle ich noch bis drei. Dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermädchen kommt. Ich will nicht hoffen, dass er sich einen falschen Aussatz wird unterfangen. Wird wohl kein Unstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner liebverlobten Braut um 9 Uhr abends ein Souper einnehmen tut. Das wäre seine Braut. Gib mir den Namen an vom Vater und Logie. Wenn seine Angabe stimmt, dann mag er sich mit der Jungfer retirieren. Ich bin wahrhaftig nicht tot in dieser Weise. Er sein Aussatz, bricht sie andere Seiten auf. Wird nicht mankieren. Ich, Jungfer Faninal, Sofiana Barbara, eheliche Tochter des Wohlgeborenen von Faninal, wohnhaft am Hof im eigenen Palle. Zur Stelle! Was wird von mir gewünscht? Wie sieht er aus? War mir vermutet nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Weisel debaschiert zu werden. Er hat ihn hier debaschiert in drei Teufel. Was soll mir die Sau nun befragt, Herr Schwiegersohn, woher mir hier die Tür einrennen lässt mit Botschaft? Ich soll's ja schnell herbei und ihnen eine Übellage suggerieren, in die er unverschuldeterweise geraten ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nichts von Beleidigung, ist bloß ein Bekannter. Hält sich der Zufall hier im Gasthaus auf? Der Herr gibt seinen Namen an. Ich bin der edle von Faninal. Somit ist dies der Vater. Beileid, wo nicht die Spur? Ist er verwandert, ein Bruder, ein Neveu? Der wirkliche ist noch einmal so dick. Was geht hier vor? Wie sieht er aus? Ich bin der Vater, frei. Das Weitere findet sich, verzieh er sich. Ich muss verbitten. Euer Heim, in Teufels Namen. Mein Arm und Ehe, in einen solchen Handel zu medieren. Der Schwiegersohn. Seine Idee fix. Benennt mich also nur im Spaß. Ja, ja, genügt schon, er erkennt demnach in diesem Herrn seinen Schwiegersohn. Sehr wohl, wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Hornicht hat. Und er erkennt nun mehr wohl auch in diesem Herrn wohl oder übel seinen Schwiegervater. So, so, lala, naja, wird schon dasselbe sein. War heute den ganzen Abend gar nicht recht benannt. Kann meinen Augen heilig fragen, muss ihm sagen, es liegt hier was in der Luft, man kriegt die Kongestion davon. Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm verbannt im zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter, na, der Fetzel, gib dich für meine Tochter aus. Im Spaß, ein purer Missverstand, der Wirt hat dem Herrn Kommissar da was vorerzählt von meiner Brautschaft mit der Faninal. Kein Wort, Herr Kommissar, muss von einer Aussage. Das Weib will erretieren. Kommt der Pranger, wird ausgepeitscht, wird eingekastet in ein Kloster. Ich feuer aus auf morgen in der Früh, trägt alles auf. Er weiß, was er mir schuldig ist. Laut einer Aussage, meine Tochter soll herauf,
20 Stunden in der Praxis, im Galopp herauf. Das heißt mir teuer, bring ich vors Gericht, es war für Brücker aus Geduld, dein Schwiegersohn zu sein, brüllen er, ich bin bei Rekel. Welcher Rekel will ich sehen? Was ist denn das? Alex, erschwinde, denn nicht das Bagashi. Sieh so, dass ich verheiratet mit dir. Bin du gespannt? So wie der Pontus ist Redo. Da die Familie von dem sauberen Herrn, die Frau mitsamt die Kinder, da das Weib mit der linken Hand dazu. Nein, das bist du, laut eigener Aussage. Du, Messi, die Erden sind, was ich auch. Mein Herzensfrau, sieh die nicht an dafür. Sieh die nicht an dafür, mein schöner Narr. Ich trau ihn immer im Graben. Kein Hohn nimmt mehr ein Stück Brot von mir. Der Skandal. Da, aus dem Keller, aus der Luft, die ganze Wiener Stadt. Oh, wer viel mir wird nicht gut. Und zählst du... Los, es jetzt gut sein, war doch Spaß. Ich sag ihm später, wer das Mädel ist. Gib ihm mein Wort, ich heirat sie wahrscheinlich auch einmal. Dahin in Gott, das Klumbrett ist und Staat. Da sieht er, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich geh nicht mit dem Herrn. Ich heirat sie, verhält sie sich mit mir. Sie wird der Frau Baronin. So gut, gefällt sie mir. Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll. Aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei. Kenn ich das Weibchen dort? Auf ihr, morgen beim Essen. Hab keine Ahnung, was es will. Hältst du dich selber um die Polizei? Was geschieden dort, ist wohl nicht möglich los. Der Lacke, das heißt der Sittenpolizei. Sie ist eine Jungfer, unter meiner Protektion. Empfehl mich, hoffe wir sind rein zu reden. Was ist aber nur zu ihm?
als hoher Staatsunterkommissarius. Er sieht, der Kommissar, die Durchlaucht haben, selber sich bemüht. Er kennt ihn. Ich denk, er weiß, woran er ist. Mir scheint beinahe sehr wohl. Dem Herrn Feldmarschall sein brave Ordonnanz gewiss. Fürstliche Gnaden zu Befehl. Bleibt sie zum Sakra in den Dort. Zeit, Kreuzelement! Kann sie nicht warten, bis es man ihr rufen wird? Meint sie, dass sie hier im Beißel präsentieren wird? Find ihn ein bisschen empressiert, Frau, kann mir wohl denken, wer sie ist. Find sie schon noch. Ihr wird mich keinen Menschen auf der Welt nicht präsentieren, die wollen nicht mit ihr. Und mein Herr Vater, lasst ihm sagen, wenn er also bald die Frechheit sollte träumen, dass man seine Nase nur erblicken täte auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätte sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lässt. Aber, die Backe, was ist das für eine ungezogene Sprache? Wie von Ihnen alles muss. Du stehst es nicht. Bin mir ist alles vorgefallen. Ergeben und vergessen sein zu lassen. Lass ihn nur gut sein und verschwind er auf eins, zwei. Wieso denn? War er sein Dignité und fahr er an? Ich? Was? Mach ihr bei mir am Moment. So bleibt ihr quasi doch noch eine Standsperson. Ihr seht, Herr Kommissar, das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. Genügt mir, retiriere mich ganz gehorsam. Das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. In ohne Willens. Mose Bedeuterin. Möchtet er bitten? Wer? Was? Sein Gnaden, der Graf Rufrömo. Wer denn sonst? Ist so das so, habt nur von dem Gesicht, sind doch nicht meine Augen schuld. Ist schon am Mandel. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Aha. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Spielen alle unter einem Leder gegen meiner. Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass er mein Mariandel in der Wirklichkeit hier hätte debauchiert. Hab jetzt einen montierten Kuh. Staunen nicht heraus.
Feldmarschall. Octavian, Marie Antoinette, die Marschallin, Octavian. Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen Quipro Quo mir denken soll. Er ist, mein ich, ein Kavalier. So viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen, wie. Ein Lerchenauer war noch nie, ein Spiel verderber nicht. Fin delicius, das ganze Quiproquo, bedarf aber dafür, nun mir um ihre Protektion, bin willens alles vorgefallene, ergeben und vergessen sein zu lassen. Gib mir, darf ich den Fadinal? Er darf ihn alle. Thank you.
französisches Haus, Herr Seher. Entschulden, ein Laden, wenn Sie sich uns gehen. Entschulden, ein Laden, wenn Sie uns gehen. Entschulden, 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 ich muss hinein, frag, wie's dem Vater geht. Muss ich jetzt was reden? Und mir verschnatzt die Rede. Wo wir verliegen, da in der Mitte steht. Bleibst du alles weg? Wie hat sie das gesagt? Oh.
was euer Gnaden meinen mit der Frag. Ihr blass Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Wär gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit meinem Vater, gar nicht zu reden vom Gerechten. Emportement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden in Ewigkeit verpflichtet, das mit ihrer Hilf und Aufsicht. Rät sie nun nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug und gehe mit Hörner sein Übel. Weiß ich etwa eine Medizin? Ich gehe jetzt da hinein zu ihm und lade ihn ein mit mir und ihr und dem Herrn Grafen nach in meinen Magen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekrieren wird und allbereits ein wenig munter machen? Euer Gnaden sind die Güte selbst. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin. Marita Res,
Sing time.